Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Cars the Video Game. Wir machen heute natürlich weiter direkt und ja, gehen nach Ornament Valley rüber. Der Grund, warum ich dieses Mal hier stehe und nicht am Start, ist einfach, weil ich die Aufnahme direkt dranhänge, ne? Ich hatte aber Bock, direkt noch eine Folge aufzunehmen und aus irgendwelchen Gründen nicht das Steam Overlay reinzukommen. So, würde ich sagen, ab nach Ornament Valley. Fahren wir einfach mal hier rüber, folgen dieser Spur an Bonuspunkten, die wir einfach mitnehmen. Dieses Geräusch werde ich nie vergessen in meinem Leben. Und reisen nach Ornament Valley. So, ging relativ schnell. Früher hat das natürlich ein bisschen länger gedauert, ne? Aber mit dem heutigen PC klappt das einigermaßen. Ja, und damit sind wir in Ornament Valley. Ein Ort, der in Cars 1 nicht existiert hat. Allgemein in den Cars-Filmen, glaube ich, nicht existiert hat. Der jetzt auch nicht so super spannend ist. Also wir haben hier im Prinzip außer das Stadion da drüben und der Tankstelle haben wir hier relativ wenig außer einer Mine, durch die ein paar interessante Rennen auf jeden Fall gehen. Aber da kommen wir natürlich noch drauf zurück. Wir haben hier jetzt erstmal ein Event und das ist ein sehr interessantes definitiv. Wir haben hier vor allem jetzt erstmal 10.000 Bonuspunkte. Ne, 2.000 sind es nur. Egal. So, Rostlaubenrennen. Das wird ein Spaß. Huck, dir ist hoffentlich klar, dass die meisten Autos das nicht absichtlich tun. Ich muss für mein Rennen trainieren. Ich bin jetzt ein echter Rennwagen. Für das Rostlaubenrennen? Tch, das riecht nach Demolition Derby. Hm? Ja, das ist meine Lieblingsrennbahn. Und es ist Familientradition. Schau mal, da ist mein Cousin Tommy Joe. Ein neuer Typ. Au, spinnst du? Der hat dir doch nur einen Klaps auf die Haube verpasst. Das ist Tommy Joes Art, Hallo zu sagen. Howdy. Ich hab eine Idee. Lightning, willst du uns beim Training für unser großes Rennen helfen? Nein, ich glaube, das lasse ich lieber bleiben. Im Arcade-Modus kann man trotzdem als McQueen spielen in dem Rennen. So. Ja, klingt nach Demolition Derby, ist es auch. Also wir machen die jetzt nicht kaputt, im Prinzip ist es ein normales Rennen, aber es ist ein normales Rennen mit einer Achterbahn. Also nicht eine Achterbahn, sondern eine Strecke in Form einer 8. Mit Hook im Story-Modus und die kann schon, wenn es zur ein oder anderen Begegnung kommt, dann kann es auch schon zur Kollision kommen und ich die Rennen fand ich auch super. Beziehungsweise das Rennen. Ist es, glaube ich, hier noch nur eine Strecke? Aber in Hook National später gibt es mehrere verschiedene Varianten von dieser Strecke. So, zack. Ich glaube auch das hier, also diese Cousins von Hook, sind alles Cousins, by the way. Das sind, soweit ich weiß, die einzigen fürs Videospiel kreierte Charaktere, von denen es auch Diecast-Modelle gibt. Weil die wohl so beliebt waren, keine Ahnung. Ich hätte natürlich so einen Fletcher oder so ganz cool gefunden oder einen Gerald. Aber immerhin cool, dass es sowas dann auch gibt. Auch wenn das wahrscheinlich so oder so nur eine, wieder mal eine limitierte Variante war. Ich glaube, 800 Stück wurden davon hergestellt. Ach, Quatsch. Ja, und hier können wir jetzt auch ein bisschen mal auf Kontakt gehen bei dem Rennen. Das ist ein Demolition Derby. Und ich weiß noch, dass ich das Rennen damals sehr oft gefahren bin im Arcade-Modus. Wie gesagt, da kann man dann auch als McQueen spielen. Ich glaube, nur als McQueen und Hook in dem Spiel hier. Welcher Lack? Hook, du warst mal blau. Du bist nur noch Rost, da ist nichts mehr mit Lack. Mann, ist das gut. Aber ja, ich mag einfach allgemein auch in der Story diese Events, bei denen du dann nicht als Lightning spielst. Das habe ich auch in Folge 1 damals schon erwähnt. Bei dem Rennen mit Sally. Ich glaube, es gibt nicht allzu viele tatsächlich.
Aber die Partys gibt, die sind schon, das ist eine nette Abwechslung, definitiv. Ich finde auch, muss ich ganz ehrlich sagen, 12 Runden hätte ich hier nicht gebraucht bei dem Rennen, also keine Ahnung, 8 hätten gereicht, aber das ist halt Hooks Pistencup hier, ne? Muss man respektieren. Ich muss halt echt darauf achten, dass ich niemanden von denen volles Rohr wegfege. Im Sprung, weil das kann passieren. Oh, nein. Okay, sehr gut. Das heißt, auf der Rampe hier, die ist ein bisschen höher. Da muss ich abspringen. Dann dürfte das funktionieren im Regelfall. Oh, bitte nicht jodeln. Bloß das nicht. Oh Gott. Ich glaube, solange ich hier abspringe. Oh Gott. Ja, wenn ich abspringe, ne? Funktioniert nur manchmal bei mir. Dann dürfte das relativ safe sein. So. Weiß ich nicht. Letzte Runde. Ach, das ist schon cool. Das ist schon ein nettes Event, definitiv, finde ich. Ja, sehr schön. Und weiter geht's. Wow, Hook, ich dachte, meine Rennen wären hart, aber das hier, dir fehlt ein Zahn. Echt? Nein, ich hatte auch schon vorher keine Zähne. Hey, Lightning, ich hab hier was für dich. Ich weiß doch, dass du auf sowas stehst. Wow, danke, Hook. Aber hey, du hättest das alles nicht meinetwegen auf dich nehmen müssen. Was denn? Das war doch lustig. Und außerdem sind wir doch Freunde, oder? Ja, damit haben wir 2 von 3 Boost-Tanks gesammelt und haben jetzt quasi doppelte Boost-Kapazität. Ist doch ganz nett. Und dafür hat Hook sich für uns Zähne ausschlagen lassen. Okay, cool. Nehmen wir mit und wir haben freigeschaltet den Ornament Valley Circuit. Ich glaube, für die Folge bleiben wir einfach mal, wenn das geht, in Ornament Valley drin. Oh ja, und jetzt fahren wir hier gegen die Muscle Cars. Hey, the Queen! Oh Gott, wie hießen die? Sonny, Vince, na, Barry, das nicht Larry? Mein bester Freund ist? Ich glaube, so hießen die. Hey, du bist doch dieser krasse Lightning McQueen. Hey, wir sind das Queens. Barry, bleib cool. Du, hey, wir wollen dir was vorschlagen. Echt? Ja, du hältst dich für den krassen Racer und so, aber wer die Nummer 1 sein will, der muss erstmal die Nummer 1 schlagen. Und das seid vermutlich ihr, was, Jungs? Was? Du glaubst uns nicht? Komm, tragen wir's aus, gleich hier und jetzt. Ja, ein krass harter Kampf auf der Straße. Au! Okay, Jungs, kein Problem. Ich nehme euren Vorschlag an. Machen wir, kein Problem. Das ist mein V8-Duell hier, Leute. Die gab's, glaube ich, dann alle später wieder in Hook National. Allerdings nur in sehr, sehr kleinen Formen. So, Gas und Tschüss. Oder vielleicht auch nicht. Rote Autos sind schneller, wie wir auch hier gerade im Spiel wieder sehen. Kurz mal ein bisschen ab. Das dürfte mir gar nicht passieren. So, das ist jetzt wieder eine der Strecken, die ich dann im Arcade-Modus quasi gar nicht mehr gefahren bin. Oh, aber eine lustige Sache gibt's auf der Strecke. Das machen wir dann gleich. Runde 2 oder Runde 3. Stimmt, aber ich glaube, wir fahren hier in die Mine rein. Ich glaube schon, doch. Also wir nennen es mal Mine, sehr freundlich gesehen. Kein Problem. Und dann machen wir mal hier einen kleinen Sprung. So. Hat zwar nichts gebracht, aber ist ja egal. So, das war die Mine.
Ich glaube auch, man konnte irgendwie auf die Schienen drauf, aber ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig genau wie. Ich weiß, es ging auf jeden Fall irgendwie. Das war machbar. Allerdings nicht von den Entwicklern so vorgesehen. Brauchen wir, glaube ich, nicht unnötig erwähnen. So, ich muss nur daran denken, diesen kleinen Stunt in Runde 2 dann gleich zu machen. Ich glaube, Ornament Valley hat auch gar nicht allzu viele Events gehabt. So, das ging nämlich auch noch. Einfach mal da drüber springen über die Röhre anstatt unten drunter. Du kannst auch dagegen fliegen, wenn du falsch abspringst. Habe ich gehört. So. Ist auch ein relativ langes Rennen mit knapp 2 Minuten pro Runde, aber hey. Jetzt fahren wir mal ein bisschen rückwärts hier. Weil wenn wir eh schon keine Konkurrenz haben, dann funktioniert auch die... Hä, wieso konnte ich denn... Ich konnte gerade nicht zweimal C drücken, um mich wieder umzudrehen. Na gut. So, das muss ich jetzt richtig timen. Scheiße. Du kannst nämlich da rechts eigentlich auf die Rampe wieder drauf fahren. Um dann einen relativ hohen Sprung abzulegen. So, und hier können wir aufspringen. Tolle Abkürzung. Nee, nee, Sonny. So nicht. Ja, jetzt noch an Lenny. War das ja, glaube ich, wieder vorbei. Super. Ich glaube auch leider, dass nach dem Rennen hier Radiator Springs nicht mehr in der Nacht stattfindet. Was ich ein bisschen schade finde. Das ist halt echt schade. Ich glaube, Piston Cup Rennen Nummer 2 und 4 sind in der Nacht. Dementsprechend ist danach halt auch Radiator Springs in der Nacht. Und... Man kann es halt leider nicht einstellen, weil das heißt im Prinzip, wenn du die Story durch hast, dann fährst du da auf deinem Tag. Und ich finde es in der Nacht eigentlich schon deutlich cooler. Das ganze Gebiet. Ich weiß gerade nicht, ob es überhaupt möglich war, Ornament Valley in der Nacht zu fahren. In Hope National andersrum beispielsweise ist Ornament Valley dauerhaft in der Nacht. Da gibt es einen Tag gar nicht. Da gibt es dann aber auch Radiator Springs in der Nacht, glaube ich nicht. Oder Telfin Pass, wo wir dann natürlich noch später drauf zurückkommen. Oder was heißt später in einer zukünftigen Folge. Dann fahren wir nach Telfin Pass. Schade, ich wollte testen, ob man dagegen fahren kann. Aber man fährt einfach nur durch. So, komm mal, jetzt kriege ich es wohl hoffentlich hin. Oh, weit außen anfahren. Rüber. Ah, verdammt. Es ging auf jeden Fall mal. So, den Sprung nehmen wir diesmal nicht, habe ich gehört. Keine Ahnung, ich glaube irgendwie, der ist nicht so gut. Habe ich mal gehört. Doch, aber ich glaube, ich weiß wieder, wie man auf die Schienen hochkommt. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall... Also, das sind auch Objekte im Weg, über die du dich irgendwie drüber glitschen musst. Das ist nicht gewollt, ne? Da ist auch relativ wenig zu holen eigentlich. Wer ist cool? Ich bin cool. Aber hey, ganz ehrlich. Das muss ja auch nicht sein, ne? Ich meine, wenn das ein Gebiet ist, wo man nicht hin soll, dann erwartest du ja nicht, dass da irgendwas ist. Ja, ja, ich hab's geschnallt, genau. Ihr seid die krasse Nummer 1, die gerade keine Chance hat, obwohl ich jede Runde versuche, irgendeinen Bullshit zu machen, der im Endeffekt nicht funktioniert. Genau das habe ich verstanden. Eieiei, kein Problem. Aber auch ein gewisses Ziel, würde ich sagen.
Okay, Lightning kommt darauf nur so semi, klar. Easy unter 6 Minuten, kein Problem. Und Sun Valley Inter... Oh, direkt das nächste Pistenkapi-Wind. Das war ein kurzes Chapter. Okay, cool. Fahren wir hin. Machen wir. Moin, Hook. Grüßt ihr. Ja, wie gesagt, diese ganzen Side-Missionen etc. Werde ich alle gar nicht machen. Also wir wollen hier nur die Story durchspielen. Und... ja, das war's dann eigentlich auch mit dem Spiel hier. Die ganze Minispiele und alles muss nicht sein. Vielleicht irgendwann, wenn ich sehr viel Lust drauf habe, mache ich einen Livestream oder so, wo wir dann mal die ganzen Minispiele fahren, aber sehe ich jetzt gerade nicht so als meine Priorität an. So, meine Damen und Herren, Pistencup-Event Nummer 3 steht an. Hey, hallo. Grüß dir. Genau, Sun Valley International Raceway. Kein Problem. Ich bin soweit, du auch, Kumpel? Na klar. Gelände, Mac, haut alles weg. Gelände, Mac, haut alles weg. Ja, genau. Das Rennen habe ich gehasst. Von allen Pistencup-Rennen ist das hier meiner Meinung nach mit Abstand das schlechteste von der Streckenführung her. Oder ich habe es zumindest so in Erinnerung. Aber mal gucken, ob über 10 Jahre später ich immer noch so denke. Ist Lightning McQueen überhaupt noch zu halten? So, ich weiß auch noch, dass hier der Candywagen, ich glaube Günther hieß er sogar, der war hier super stark auf der Strecke. So, hopp, rum. Shit. Oh, kein Problem. Hier kommt noch mehr. Ein kluger Schachzug von Showgrip, seinen Spoiler umzubauen. Jetzt klebt er auf der Strecke und holt auf. So, come on. Die anderen gehen ihm regelrecht aus dem Weg. Ja, genau so nämlich. Ich habe damit nichts zu tun. Brauchst nicht mich anhängen. Du wurdest von dem anders gedreht. Die anderen gehen ihm regelrecht aus dem Weg. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ja, ey, komm, weg von der Wand bitte, danke. So, come on. Also, es ist nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte, aber trotzdem finde ich die anderen Kurse definitiv besser. Boah, vor allem das vierte Event, was noch kommen wird. Oh, das ist ein tolles. Das ist ein richtig tolles. Da werden wir Spaß haben. So. Sag mal, Chick, wie ist denn das eigentlich, wenn du dauerhaft auf P1 startest? Ich von P20 oder was auch immer, ich bin am Start, direkt vorfahre. Und, naja, du dementsprechend kein Rennen gewinnst, sondern gegen den verlierst, der ganz hinten gestartet ist. Ich weiß noch nicht, ob McQueen sich das irgendwie als spezielle Herausforderung gesetzt hat, um die anderen zu demütigen, immer von hinten zu starten. Aber hey, ich würde es ihm nicht übel nehmen. So, mal die Führung hier übernehmen. Die Kurve können wir relativ locker außen fahren, jawohl. Hopp, komm rum. Ah, jetzt schon? Okay. Diesmal treffen wir vielleicht auch die ganzen Tasten auf dem ersten Mal, auf das erste Mal. Oder? Was? C, Q, D, E, A. Okay, natürlich. Das waren ganz komische Tasten beim ersten Mal gerade. D und W? What the fuck? Okay, cool. Natürlich. Boxenstopp mit 23 Sekunden, immer noch schneller als Vettel. Kein Problem. Können wir nicht einfach Guido fahren lassen? Der hat so viel Spaß, ich möchte ihn auch mal auf die Strecke lassen. Aber Guido kann man leider erst in Racerama spielen. Bei den Rennen mit den kleinen Autos. Hey!
Queen ist definitiv auf Siegeszug. Sehen Sie, wie überzeugend er wirkt. Ja, natürlich, hey. Der Sieg oder nichts. Kennen wir ja. So. Eine Sache, die mir gerade auch eingefallen ist wieder, wir können ja theoretisch auch die Lackierung von McQueen ändern. Also du kannst dir ein paar Lackierungen kaufen im Store und die dann auch tatsächlich hier im Story-Modus verwenden. Fand ich ganz cool eigentlich. Können wir? Wir können vielleicht mal einfach, um ein bisschen verrückter zu werden, uns ein paar Lackierungen raussuchen und vielleicht mal ein, zwei Folgen mit einem anderen Design fahren. Können wir machen, definitiv. Können wir machen. Macht dann zwar vielleicht die Immersion ein Stückchen... Ich möchte nicht sagen kaputt, sondern halt ein bisschen weniger gut. Weil kaputt wird sie dadurch, soweit ich weiß, nicht. Wäre so mein Feeling zumindest. Aber ich glaube, das machen wir einfach mal. Wow. An Divo ist, dann kann ich mich aber nicht erinnern. Na gut, okay, egal. Bin aber doch verwundert, dass wir jetzt schon das dritte Pistencup-Event fahren in Folge 4. Also, dass wir so wenig, so wenig Spielzeit haben werden, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht wären es dann nicht mal 10 Folgen hier in TMLP, aber gut. Ey, das ist frech. Ja, wo denn? Ja, okay, jetzt vielleicht. Ja, okay. Du drückst mich jetzt bitte nicht gegen die Wand. Ach, guck mal, du. Ja, Mensch. Den hatte ich auch als Diecast-Model. Genauso auch wie den No-Stall-Wagen. Der eine sehr Batman-mäßige Stimme hat in diesem Spiel. Ich bin mir gerade aber gar nicht sicher. Ich glaube, manche von denen hier, von den Sponsoren, gab es im Film gar nicht. Wäre zwar strange, aber ich kann mich an manche von denen zumindest nicht mehr erinnern. Nee, komm, Ziellinie und dann haben wir es gleich. Easy. Okay, er hieß Günther. Aber so stark war er doch nicht. Ich glaube aber trotzdem, in den anderen Rennen hat er keine Präsenz. So. Sallys Wheelwell Sprint und Docks Inspektion. Docks Inspektion? Also ich würde sagen, Sallys Wheelwell Sprint ist ja, da fahren wir dann nach Telfen Pass hoch. Das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen, dass wir da einfach dann das neue Gebiet abhaken. Ich muss dir was sagen, was dich sicher interessiert. Ja, gerne. Sag mir mal, worum es hier geht. Frisch mein Gedächtnis auf. Ich kann mich gerade nicht hundertprozentig mehr dran erinnern, was hier passieren wird. Okay, Zeit für eine Inspektion. Du hast deinen neuen PS bestimmt schon bemerkt, nicht wahr? Ja, Doc, dieses neue Upgrade fühlt sich toll an. Na, dann zeig doch einem verrückten alten Oldtimer mal, was du drauf hast. Kein Problem. So langsam kommt die Streckenführung. Ja, doch. Da vorne rechts um, doch. Kann ich mich zumindest so ein bisschen jetzt wieder dran erinnern. McQueen, du kriegst wie eine Schnecke. Und Schnecken sind lang. Aber ich bin noch in Führung. Das ganze Rennen bisher gewesen. Na gut, egal. Die Abkürzung hätten wir nehmen können, wobei ich gerade nicht hundertprozentig weiß, ob das eine Abkürzung ist. Ja, doch, ist es eigentlich schon. Können wir nächste Mal nehmen. Aber die hier nehmen wir jetzt auf jeden Fall erstmal. So. Ich hab's immer noch drauf.
Es ist aber halt echt cool, dass die sich hier auch für solche eigentlich komplett standardmäßigen und irrelevanten Rennen trotzdem die Mühe gemacht haben, solche Zwischensequenzen zu erstellen. Das ist einfach... Das ist so eine Liebe zum Detail, die so ein Spiel einfach braucht, finde ich. Was auch einer der Aspekte ist, der Hogue National schwächer gemacht hat dann als den ersten Teil. Weil da haben sie es eben nicht mehr gemacht. Und das merkst du halt einfach. Cool. Da drüben springen sie, aber auf dem linken Bildschirmrand Ramon durchs Bild springen sehen. Ja, lass das mal, ne? Du bist ein Lowrider, im Gelände hast du eigentlich eh nichts verloren. Okay. Sheriff geht in Verfolgungsjagdmodus, obwohl wir schon mal gegen ihn gewonnen haben. Egal. Ah, die Abkürzung wollte ich eigentlich nehmen. Na gut, nächste Runde vielleicht. Wenn ich dran denke. Okay, dann fahren wir hier lang. Das war jetzt eine unbeabsichtigte Abkürzung, aber gut, hey, macht nichts. Und durch sowas findest du dann halt diese Glitches. Also ich habe nie aktiv danach gesucht. Also klar, die Sache, die ich euch letzte Folge, was glaube ich, gezeigt habe, von wegen dreh um und dann fährst du wieder über die Linie und hast eine Runde abgekürzt. Das hast du halt einfach mal ausgetestet, einfach nur um zu gucken, was passiert. Aber so Sachen wie gerade, dieses eben, wenn du da abkürzt und das Spiel dich zurücksetzt, dann gewinnst du halt nochmal deutlich mehr Zeit. Das findest du halt auch nur zufällig raus eigentlich, ne? So, mal ein bisschen abgebremst, damit wir die Abkürzung hier nehmen können. Haben wir ja bisher in dem Spiel noch gar nicht, glaube ich. So. Final lap of the race. Aber da kommt doch noch einiges an Story. Also ich bin gerade echt ein bisschen verstört darüber. Ja, diesmal denken wir dran. Ich bin echt ein bisschen verstört darüber, dass wir schon über die Hälfte durchhaben sollen von dem Spiel. Finde ich krass, ehrlich gesagt. Aber hey. Ich habe immer noch genauso viel Spaß wie in Folge 1 an dem Spiel hier. Und ihr hoffentlich auch. So, wir haben auch wieder mal knapp eine halbe Minute Vorsprung. Ich glaube auch, bis wir im Ziel sind, wird das auf die halbe Minute rauslaufen. Zumindest wenn ich die Abkürzung beispielsweise nehme. Ja, doch, könnte funktionieren. Gehen wir mal in den Disrespect-Modus wieder rein. Ne, okay, man kann sich in der Luft tatsächlich nicht wieder umdrehen. Krass, ich dachte, das geht. Aber scheinbar nicht, scheinbar nicht. Ich bin mal gerade gesprungen, um zu sehen, ob wir eventuell die anderen Herrschaften im Hintergrund sehen, aber... Vielleicht, wenn man reinzoomt, aber jetzt gerade habe ich das nicht. Na gut, egal. Guck mal, Sheriff hier. Eine Minute hinter uns und der wollte uns stoppen. Ja, ja. Hey, Kleiner. Moin. Ja. Dann würde ich tatsächlich sagen, nächstes Mal geht's dann da drüben weiter. Wie geht's? Gut, danke. Wenn wir dann nach Telfin Pass rübergehen und deswegen würde ich sagen, ja, das war's dann mit dieser Ausgabe. Wenn es dir... Okay. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.